Yo Leute, was geht? Ganz wichtige Info. Am Ende dieses Videos werde ich was sagen, was das nächste Video betrifft, ja? Ich werde nach diesem Video noch ein Infovideo hochladen, wo es um Hobbys geht, ja? Und ich werde jetzt am Ende des Videos noch was dazu sagen, was sehr, sehr wichtig ist für das morgige Video. Also, das müsst ihr euch auf jeden Fall noch anhören, bevor ihr das andere Video, was danach kommt, noch guckt. So, aber zum heutigen Thema, Leute. Drei neue Mazda RX-8 wird es geben, ja. Und zwar kennen wir schon den ganz normalen RX-8, ja. Der ist ja hier schon im Shop, kann jeder kaufen, kostet eine Stange Geld. Ist also nicht billig. So, aber das wird nicht der einzige bleiben. Und ich habe euch schon vor über einem halben Jahr, glaube ich, gesagt, dass eine, oder schon, ja, weiß wie lange ist der, 8, 9, 10 Monate, dass noch eine Special Edition von dem Fahrzeug rauskommen wird, ja. So, und die kommt auch. Eine könnt ihr schon sehen. Und zwar, wenn ihr hier in den Summit reingeht, ja. Da ist da unten nämlich Rising Sun Strikes Back. So, und jetzt kann man den hier bekommen, ja. RX-8 Thunder Wave Edition. Digga, endlich. Endlich darf ich diesen Namen aussprechen, Digga. Ich hab das ja, wusste jetzt ja schon vor lange, wie der Name ist, aber ich durfte es ja nicht sagen, ne? Das ist total dumm. Ja, auf jeden Fall, die Edition werden wir jetzt bekommen. Das wird aber nicht der einzige bleiben, ja? Denn, wer noch aufgepasst hat, der weiß, uns fehlt auch ein Auto, was uns schon vor einem halben Jahr angekündigt wurde. Nämlich sollte das eigentlich mit dem November-Update kommen, ja? Im November kam ein Update Blazing Shots, oder wie das hieß. Und da wurde schon ein RX-8 gezeigt. Und zwar ist das der hier. Ihr habt da schon mal was zusammengeschnitten. Könnt ihr mal kurz ein bisschen gucken. Das ist der RX-8 Shori. Oder RX-8 Shori Edition. Weiß nicht genau. Ja, so wird der aussehen. Könnt ihr schon mal ein bisschen gucken. Und ja, lustigerweise hier, wo sie das Blazing-Update da angekündigt haben. Ja, ihr kennt noch diese ganzen Fahrzeuge, haben wir alle bekommen. Also ne, hier den Veyron, den Carrera GT. Da hinten der Citroën GT. So, die Autos gab es schon alle und der hier, der fehlte aber noch, ist aber glaube ich irgendwie niemandem aufgefallen. Ich glaube Ubisoft hat eins mal vergessen oder was, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall gehört das zum Blazing Shots Update, was ja im November gekommen ist, ne? Also, ja, wahrscheinlich holen sie jetzt einfach nur nach, was sie vergessen haben, denke ich mal. Den wird es auf jeden Fall schon morgen geben, Leute, ja? Also morgen ist der 15. April und da könnt ihr den Wagen dann kaufen. Allerdings muss ich auch direkt sagen, der wird nur im Bundle verfügbar sein, ja? So, genau, Shori Bundle, das ist er, so wie ihr den jetzt hier sehen könnt. Das heißt, morgen am 15. April könnt ihr den im Bundle direkt im Shop kaufen. Ich weiß nicht genau, wurde jetzt nicht gesagt, ob man den mit Bugs kaufen kann auch oder nur mit Crew Credits, das weiß ich nicht. Das werden wir morgen sehen. Ich werde mir den morgen auch holen, dann gucken wir uns den mal an, gucken wir, was er kann. Auf jeden Fall bekommt der dann auch, also wie bei den letzten zwei Bundles, die es auch gab mit dem GT500 von Shelby, wird der auch direkt die Unterbodenbeleuchtung dran haben, die man jetzt sieht, also im Bundle, und irgendeine Nitro-Farbe, wahrscheinlich auch so ein Blau-Türkis da. Ja, auf jeden Fall ganz cool, ich bin gespannt, wie der aussieht. Aber Leute, es wird noch einen dritten RX-8 geben, ja. Aber der, Leute, der hat es wirklich heftig in sich, ja. Also ich kann euch jetzt nicht den Namen sagen, aber, ja, weiß, also sagen wir mal, es ist ungefähr, ihr kennt ja alle den Bugatti Veyron, ja, und von dem Veyron gab es auch eine Special Edition, die hieß Edition One, ne, und die war ja, welche Farbe hatte die? Weiß und goldene Akzente, ja, also könntest du auch ganz schwarz machen, so, und der dritte RX-8, der wird komplett schwarz sein und wird überall goldene Akzente haben, also ungefähr so wie der Veyron Edition One, ja. Das Geile an dem Ding ist jetzt aber, und das ist, deswegen ist die Edition auch, die am krankesten ist, ich kann es euch aber jetzt nicht zeigen, ja, ist noch nicht offiziell, deswegen darf ich das nicht zeigen, und zwar wird der eine offene Motoransaugung haben, ja, die also aus dem Motor rausguckt, ist ein Loch im Motor, in der Motorhaube drin, wo der ganze Luftfilter rausguckt, und wenn ich das richtig sehe, guckt da auch noch der Turbolader mit raus. Also Ansaugung, Turbolader, alles vergoldet natürlich. Sieht mega nice aus. Könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie bei dem, warte mal. Hier, so wie bei dem Red Fury, ja. Da guckt ja auch die Ansaugung vorne raus, ja. Kann man hier schön sehen, roter Luftfilter. Perfekt. Aber bei dem RX-8, Leute, ich schwör's euch, da wird's noch heftiger aussehen. Noch viel heftiger. Der ist einfach geil. Ich weiß allerdings nicht, wann der kommt. Der wird auf jeden Fall ungefähr, ja, unter 500.000 kosten. Also auch sehr, sehr teuer auf jeden Fall.
Ich weiß aber echt, ich habe keine Ahnung, wann der kommt, Leute. Also müsst ihr euch einfach noch ein bisschen gedulden. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Kann noch dauern, ne? Weiß man jetzt nicht. Also halt mal nochmal fest. Den RX8 Shori bekommt ihr morgen am 15. April. Am 6. Mai kann man dann den RX8 in der Thunder Wave Edition fahren, wenn man den Summit auf Platin gespielt hat. Und dann irgendwann, keine Ahnung, Mitte, Ende Mai oder so vielleicht, ne? Kommt dann der RX8, nennen wir es einfach mal Gold Edition, keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach nicht den Namen, so. So, das auf jeden Fall, das war jetzt die Info für das Video hier. So, jetzt noch eine Info für das morgige Video, Leute. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und zwar werde ich morgen ein Video hochladen mit dem Titel Was sind Hobbys? Ja, oder so ähnlich. Denn wenn ihr mal ins Spiel geguckt habt, seht ihr hier unten schon, Hobbys ist ein Schloss davor, ja. So, ich werde morgen ein Video hochladen, wo ich darüber spreche, was ich mir vorstelle, was Hobbys sein könnten, ja. Ich werde in dem Video eindeutig sagen, dass es nur was ist, was ich mir vorstelle, ja. Was ich mir gut vorstellen könnte, was es sein könnte, also einfach so eine Vermutung, ja. Der springende Punkt an der Stelle ist jetzt, dass ich alles, was ich morgen sage, genauso kommen wird, ja. Verstanden? Aber hier, ne? Schön die Klappe halten, Leute. So, dann wartet mal auf das Video morgen, aber mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.